Hallöchen und herzlich willkommen bei den schärfsten Enden hier vom Schrottplatz und herzlich willkommen zu Bandas Brot und die Unmöglichen. Ja, ich bin immer noch ganz hin und weg von den Enden hier und wieso haben sie denen diese Mütze aufgesetzt hier? Ja, aber die Village People wollen hier... Ein Kampferpel. Wir müssen ihn unschädlich machen, sonst traut sich Bernd nicht hier rein. Kann ich mir vorstellen. Und da drüben sehen wir auch entsprechendes Entenfutter. Quarkis Qualitätsentenfutter mit 20% weniger Rindenmulch als vergleichbares Entenfutter mit 20% mehr Rindenmulch. Prozentual nicht ganz so, weil plus 20% heißt nicht im anderen... Naja, egal. Naja. Die haben noch nie was von Prozent. Ja, ich glaube, Entenfutter könnte nützlich sein. Okay, dann benutzen wir doch mal das Entenfutter direkt. Zäh. Bitte? Was? Wenn wir das in den Einkaufswagen rein, dann laufen die Enten doch da rein. Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Na, du bist so ein... Na, okay. In die Wanne? Nee. Wir können die Tür öffnen. Diese Tür ist zu. Das heißt, man kann sie nicht öffnen. Na, okay. Da haben wir ein... Eine Tür zu. Okay, ja, ich wollte mir eigentlich den Schaukelstuhl anschauen. Aber hier gibt es zweimal verschlossene und da hinten gibt es Schießpulver. Kinetische Beschleunigung durch Verpuffung in Pulverform. Okay, das hört sich gut an. Und da hinten hat es auch eine Kanone. Können wir die Enten vielleicht irgendwie wegschießen oder? Kann es wahr sein? Ein DeLorean! Damit kann ich in der Zeit reisen und er hat Flügeltüren! Der sieht aber echt aus da hinten mit dem. Okay, egal. Hier ist eine Weiche. Eine Weiche. Eine Apparatur, die durch explosionsartige Verpuffung Projektile kinetisch beschleunigt. Na, dann probieren wir das doch mal aus. Wir schütten das Entenpulver in... Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Na, okay. Dann halt eben das... Ich bitte dich, das macht man doch nicht. Oh, Entschuldigung hier. Was haben wir denn noch im Angebot? Wir haben die Weiche... Wir haben den DeLorean. Und wir haben hier noch ein fahrbarer Magnetkran, der Schrottplatz-Klassiker. Gut, dass ich meine Zahnspange nicht mehr habe. Ein Stapel Autoschuhe. Also weil Reifen ja quasi die Schuhe vom Auto sind. Was denn? Ich fand den gut. Ja, okay. Na, wenn du den gut fandest, dann ist okay. Können wir dann vielleicht das Entenfutter... Zumindest nicht, wenn jemand zusieht. Ich kann die Handlung zurzeit nicht ausführen. Was heißt denn... Okay, ach, aber... Haben wir da hinten nochmal irgendwas? Oh, wir haben da den Kran und wir können ihn benutzen. Ich könnte jetzt die Funktion dieses Kranes in allen physikalischen Details erläutern. Aber ich passe mich dem Publikum an. Er funktioniert mit Magie. Okay. Und da hinten haben wir auch die schönsten Szenen aus der Asse. Ich glaube, so sieht es immer aus mit den verrosteten Atommüllfässern. Kann ich den jetzt... Ah! Ich bekomme hier unten... Irren. Ja, warte mal. Kann ich hier den... Ne, geht nicht. Ist es das mal da hinten, was ich denke? Ein Fluxkompensator, unentbehrlich für die Zeitreise. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hast du die 80er verpasst. Okay, den nehmen wir uns mal mit. Mal sehen, ob wir damit... Ich wollte schon immer mal einen Fluxkompensator haben. Und ein Pony.
aus Stahl, das Lichtgeschwindigkeit reiten kann und Laser aus seinen Nüstern schießt. Man kann nicht alles haben, aber einen Fluxkompensator. Damit können wir das doch alles machen. Komm, die Drähte nehmen wir auch gleich mit. Die kann man immer brauchen. Ein DeLorean. Hoffentlich verklagt uns keiner. Okay, gut. Wie können wir das Ganze jetzt hier nutzen? Können wir hier denn nochmal? Nee. Damit kriegen wir nicht irgendwie. Die können wir auch nicht benutzen. Okay, schade. Gut, müssen wir andere Sachen irgendwie kombinieren. Das geht so nicht. Ich habe immer noch... Bitte? Was? Ja, ich überlege ja gerade noch. Ach, kann ich hier auch? Diese Anfrage ist mir zu krypt. Na, okay. Das ist mir Statist... Gut, hab's verstanden. Den Schuh... Ich bitte dich, das... Zumindest nicht, wenn jemand... Okay, die Drähte. Ich kann die Hand... Können... Das geht so nicht. Oh, da geht was. Fast so einfach, wie ein schwarzes Loch zu stopfen. Man braucht nur weniger Antimaterie. Und ein schwarzes Loch ist ja eigentlich... Egal, ich schweife ab. Dann haben wir jetzt einen Einkaufswagen-Entenkäfig. Okay, dann schnell... Bitte? Was? Okay, ich glaube, wir brauchen doch nochmal den Kran. Ah, unsere Entenfalle. Okay, und jetzt, da haben wir die. Und jetzt im Prinzip nur den Kran einmal. Hey, die Enten sind gefangen! Dr. Bumblebee hat den Tag gerettet. Lass uns Bernd holen. Okay, Bernd, das Gelände sollte sicher sein. Sollte? Also gut. Wieso ist der Zaun jetzt wieder... Wer hat meinen Kampferpel eingesperrt? Sollte das Gelände nicht sicher sein? Sollte. Was sicher ist, ist, dass Eisenbeißer Willi sehr sauer ist. Das reimt sich. Warum heißt er eigentlich Eisenbeißer? Was seid ihr eigentlich für komische Vögel? Vom Zirkus? Die Unmöglichen! 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Und wenn ich zuschlag, schlagt ihr auf den Boden. Macht, dass ihr hier wegkommt. Sonst klatscht es. Und zwar keinen Beifall. Na toll, jetzt haben wir extra hier die Enten. Können wir mit ihm nicht irgendwie interagieren? Gute Idee. Leg dich mit dem Eisengebissmann mit den Händen wie Bratpfannen an. Wenn du ein Brot bist mit so kurzen Armen. Vielleicht später. Okay, wir müssen ihn ausschalten. Und ich glaube, ich habe schon eine Idee, weil er stellt sich ja so demonstrativ neben die Schienen. Dann probieren wir das doch mal aus. Hallo! Das sieht sehr lustig aus. Bitte, Berndi. Hoch, runter, hoch, runter. Wir können ihn sogar hin und her fahren lassen. Oh mein Gott. Was können wir denn machen? Wir können... Können wir ihn in den DeLorean? Nee, hier geht's irgendwie gar nicht weiter jetzt.
Okay, da geht nichts. Das sieht sehr... Oh, ja, dann warten wir doch mal das hier. Prima, Bandy. Und jetzt kümmern wir uns um die Statue. Komm, Jack. Komm. Oh nein, gerade eben waren es noch Enten und jetzt ist es wieder Jack. Okay. Ah, und hier haben wir die Einstellung auch für die Weiche. Okay, gut. Dann benutzen wir den doch mal. Hier kann ich die Weiche umstellen. Wir wollen den Schrotthaufen. Und dann werden wir wahrscheinlich hier wieder den Kran benutzen müssen. Und da scheint irgendwas dahinter zu sein. Oh, das ist keine Jack-Statue, sondern ein Wikinger, der mit Pinguinen ringt. Jetzt habe ich alles gesehen und ich sehe, sie ist auch aus Bronze. Moment, ist Bronze eigentlich magnetisch? Nein. Oh. Oh nein, Bernd ist unter der Statue. Wir müssen ihn befreien. Keine Sorge, das ist ein Fall für Sheep Majors. Aber Chili. Für Sheep Majors ganz alleine. Wie aufregend. Ui, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich muss erst mal einen Stunt machen. Vielleicht solltest du lieber deinen Kopf benutzen. Okay, Eine Statue mit Hörnern. Den Wikingerhelm können wir schon mal nehmen. Juhu! Okay, und da unten liegt der gute Bernd. Hm, haben wir hier noch... Also den das ist mir zu komplexitiert. Ich glaube, es sieht so aus, als ob wir die Kanone benutzen müssen hier. Eindeutig. Hey, bist du nicht Chili? Das beste Stuntschaf, das es gibt? Ja, wie hast du mich erkannt? Ich bin du. Ach so, mir wird schwindelig. Okay, wir brauchen Schießpulver mit der Kanone. Yippie, das wird ein Spaß. Und jetzt? So, ich hab einen Helm. Was soll da noch schief gehen? Chili-Bauer! Wenn ich das anmerken darf, die Statue steht immer noch über Bernd. Das kann ich nur bestätigen. Ziemlich hässliches Ding. Wer würde sich sowas in den Vorgarten stellen? Okay. Wir haben jetzt ein Problem. Eine Statue... Okay, dann probieren wir einfach einmal alles durch. Ich weiß nicht, was ich mache. Gut, haben wir keine Chance. Das kapiere ich nicht. Okay. Nee. Ja, Entschuldigung, hier noch einmal. Langweil. Okay, meine Güte. Nope, das geht gerade nicht. Gut, hab's verstanden. Schaufel. Nee, immer noch nicht. Aber jetzt ist mir schwummelig. Hä? Danke. Hat Spaß gemacht. Aber an welcher örtlichen Dimension hat Eisenbeißer Willi die Jagdstatue versteckt? Okay, dann sollten wir vielleicht mal mit ihm entsprechend reden. Es ist Dr. Bumblebee Busch. Brillant. Ja, haben wir schon. Chili Power! Chili Power! Gehen wir mal rüber zu ihm. Ich glaube, wir sollten mal mit ihm vernünftig reden, nachdem wir jetzt alle Probleme hier irgendwie gelöst haben. Reifen. Ein Haufen Reifen. Ja, da ist er doch. Gute Idee. Leg dich mit dem Eisengebissmann mit den Händen wie Bratpfannen an, wenn du ein Brot bist mit zu kurzen Armen. Vielleicht später.
doch. Ich will zu dem hingehen. Komm. Ich sag euch nix. Oh, er weiß also was. Ich sag euch nix. Gute Idee. Leg dich mit dem Eisengebissmann mit den Händen wie Bratpfannen an, wenn du ein Brot bist mit so kurzen Armen. Vielleicht später. Können wir irgendwas auf ihn benutzen? Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, hab ich. Hallo? Ja, Moment. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man sonst... Jetzt reicht's mir aber. Nur weil ich ein Brot mit so kurzen Armen bin. Wenn sie mir nicht sofort sagen, wo die Jagdstatue ist, werde ich ihre Enten, also ich werde sie... Das werden sie ja sehen. Nein, tut meinen Erbeln nichts. Ich sag ja alles. Oh. Ich hab einen anonymen Brief bekommen. Der sagte, dass wenn ich die Statue klaue, bekomme ich dafür das Gewicht in langolischem Jagdjoghurt. Naja, der ist gerade voll im Trend. Der geht weg wie warme Semmeln. Ich habe schließlich Ausgaben. Bio-Entenfutter ist ja nicht gerade billig. Und da dachte ich, warum nicht? Das ist sehr albern. Und eine Spur. Auf nach Langolien! Bernie, wo bleibst du? Wir müssen los! Das war beschämend. Oh, das Bild da oben. Okay, wir sind... Willkommen auf dem Non-Stop-Flug 0815-2020 nach Leravien. No. Bitte beachten Sie, dies ist ein Nichtraucher- und ein Nicht-Pinkler-Flug. Denn ich habe keine Lust, hinter euch immer das Klo sauber zu machen. Non-Stop-Flug nach Leravien? Okay, aber das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge. Obwohl, die Frage können wir... Busch, ich finde es sehr löblich, dass du unsere Reisekasse durch die Auswahl einer Billig-Airline schonst. Da bin ich auch gerne bereit, ein paar Abstriche in Sachen Komfort zu machen. Danke, Bernd. Ich habe mittels Brigelotron alle Flugportale verglichen. Wir sparen jetzt 4,56 Euro. Tja, haben oder nicht haben. Stimmt, Busch. Schade nur, dass wir nicht zu unserem Zielflughafen fliegen. Oh, ja... Das habe ich nicht bedacht. Naja, Details. Sieh's als Herausforderung, Bernd. Wie kommen wir aus diesem Flugzeug raus und in Langolien an? Klappe halten. Denn jetzt kommen die Sicherheitsanweisungen. Die euch nicht interessieren, mich auch nicht. Ich mache einfach alles nach, was die Kassette mir sagt. Und träume davon, was ich aus meinem Leben hätte machen können. Ach. Rock'n'Roll! Liebe Fluggäste, im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffmasken von der Decke. Den Sitzgurt können Sie so schließen. Notausgänge befinden sich hier, hier und hier. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ach. Okay. Also, wir sind im Spiel drin, aber was auf dem Flug jetzt noch passieren wird und was es mit diesem Huhn da hinten auf sich hat, das erfahren wir dann morgen in einer neuen Folge hier bei Bernd das Brot und die absolut Unmöglichen. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, gebt einen Like, wenn es dir gefallen hat und wir sehen uns morgen. Bis dann!